Ja, hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Messervideo. Heute schauen wir uns ein bisschen größeres Fixblade an aus dem Hause Scherbokov, nämlich das Modell Coyote. Hier haben wir einen Materialmix von einer K360 Klinge und einem Griff mit G10 und Titan Kombination. 42A konform ist es nicht aufgrund der Klingenlänge. Als Trageoption haben wir eine wirklich coole Outdoor-Lederscheide. Produktpreis kann ich nicht ganz genau sagen, denn auf der Homepage von Tools for Chance ist ein ähnliches Modell hier mit einer anderen Klingenstahl aufgeführt. Deshalb habe ich mal diesen Preis übernommen, da dieses Modell dort nicht gerade gelistet ist mit der Klingenlänge und dem Stahl. Weiß ich es nicht genau. Das ist nämlich nicht mein Messer, das habe ich mir nur ausgeliehen. Deshalb hier nur mal ein Circa-Preis von 4,99 €? Fragezeichen. Sonst bei allen weiteren Fragen. Die Jungs von Tools for Chance geben euch da sicher weiter Auskunft. So, wer sich das mal reinziehen will, kurz auf Pause und gut. So, jetzt aber zu diesem coolen Teil. Also was da gleich wirklich positiv auffällt, noch bevor man das Messer aus der Scheide zieht, ist eben diese wirklich toll verarbeitete Lederscheide. Ne? Es ist ja oftmals so, dass du wirklich ein cooles Messer hast und dann aber ja, an der Scheide hört es auf. Ne? Dann musst du dir überlegen, kaufst du dir was, lässt du dir was bauen. Ne? Ach, ist doch blöd, dass man dann gleich danach suchen muss. Aber die Dinger hier, also was die hier für Scheiden dazu liefern, das ist wirklich toll und gute Arbeit. Ne? Außenrum hier alles schön gerundet und dann nochmal lackiert. Ne? So sieht es fast aus. Echt abgefahren. Hier vorne haben wir noch ein kleines Täschchen, da kann man noch einen kleinen Wetzstahl reinmachen. Hier kannst du noch einen Feuerstahl durchmachen. Das Ganze kannst du aber abnehmen, wenn du sagst, bah, dieses Survival-Zeug dran brauche ich nicht. Schön verschraubt, ne? Kannst du die Schrauben aufmachen. Das ist hier unten durchgeschlauft und hier auch nur durchgezogen. Dann kannst du zum Beispiel diese ganzen Taschenaufsatz mit diesen beiden Riemen, die hier außen rum gehen, wegmachen. Ne? Da kannst du Gürtellänge horizontal durchziehen. Ne? Also kannst du wegschrauben, dann hast du eben die Planke. Scheide. Auch hier riesige Nieten durch und schön immer schwarz mit roter Naht. Das sieht richtig cool aus. Also diese Scheiden, die hier Scherbokov immer dazu liefert, das kriegt auf jeden Fall eine 1+. Die sind wirklich top. So, jetzt aber mal zum Coyote. Holen wir den Öschi mal raus. Das ist ein ganz schöner Klopper von Messer, ne? Und warum vorhin gleich nicht 42A konform? Ganz einfach, dieses Messer hat eine Klingenlänge von 13,5-13,6 mm, so genau dazwischen, hier unten 13,6, hier oben 13,5, ne? 13,5 cm Klingenlänge, das ist halt über die 12 und bis hier über den Glasbrecher raus haben wir so 26,2 cm. Länge. Also doch schon ein ganz ausgewachsenes Fixblade. Was einem als zweites auffällt, ist, wenn man das in die Hand nimmt, dieser Griff hat richtig schön Volumen. Der füllt die Hand richtig schön aus und ihr seht schon hier, das ist auch wirklich für Leute noch mit größeren Händen. Ne? Ich habe eine 8,5, also da hast du auch noch Platz für große Hände. Also ein ausgewachsenes Messer für mittlere bis große Hände. Und einen schönen G10 Griff, der sich hier einmal rundherum um die durchgängige Klinge anschmiegt. Ne? Verschraubt. Gut, diese Schrauben hier sehen jetzt nicht so schön aus. Die sind so ein bisschen durchgedreht. Gut, das ist auch nicht vorgesehen, dass man den Griff abnimmt, ne? Weil das sind keine Griffschalen oder so. Das geht hier einmal rundherum mit dieser Titan-Zwinge hier vorne. Das ist auch schön gelöst. Und hier hinten haben wir noch eine Hülse durch, da könnt ihr ein Lanyard durchziehen. Hier hinten, das schaut ein bisschen unten raus, läuft auch ein bisschen spitz zu, damit kann man vielleicht auf irgendwas einschlagen, vielleicht eine, als Glaszertrümmerner, Glasbrecher. Dafür jetzt fast noch ein bisschen spitzer sein dürfen. Aber 1A Handlage, muss man sagen, hat ein bisschen Grip des G10. Und hier vorne auf dem Titan haben wir noch einen schönen paar Rillen und fühlt sich echt gut an, die Kombination Titan G10. Wirklich klasse. Hier vorne haben wir dann noch ein bisschen Chimping. Da sieht man halt auch, dass hier bei Scherbokov noch brutal viel Handarbeit läuft. Das läuft hier ein bisschen ungleichmäßig. Das wird hier mit Sicherheit von Hand alles reingefräst. Ne? Aber bietet einen sehr guten Halt. Ne? Also das ist jetzt mal eins, das den Namen zurecht trägt. Ne? Also da verrutscht du nicht.
Das Ding ist rattenscharf. Das rasiert und hat eine spiegelpolierte Schneide. Also wirklich super scharfes Teil. Klingenstärke 4 mm. Also ausreichend für ein Outdoor-Messer. Das müssen nicht die Riesenbrocken sein. Geht schön im Flachschliff runter. Sollte somit auch noch über eine hervorragende Schneidperformance verfügen. Das nicht meins ist, werde ich mit dem jetzt auch nicht in den Wald gehen und hier Holz damit hacken. Aber ich denke, bei 4 mm Stahl, ja, das erübrigt sich. Das dürfte hier auch für grobe Arbeiten kein Problem darstellen. Und da es durchgängig durch den Griff geht, hat man da auch keinen Stress, dass sich da irgendwas lockern würde. Ne? Jetzt wie bei einer Steckangelkonstruktion oder so. Ne? Tolle Handlage. Gewicht 262 Gramm. Mit dieser komplett ausgestatteten Scheide. Boah, 400 Gramm. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt hier in der Spiegelung auf dem Display. Genau 400 Gramm. Ein wirklich schönes Messer. Gefällt mir richtig gut vom Design her. Schöne Klingenform, auch schön die richtige Größe. Ne? 12 ist einfach zu kurz. Ne? So ab 13,5 finde ich ja passt dann auch wieder mal das Verhältnis dieser Messer Grifflänge zu Klingenlänge. Ne? So 13,5 bis 16, 17, 18 cm. Das ist eine schöne Kombination zwischen Grifflänge und Klingenlänge. Ein tolles Messer, muss ich sagen. Der Coyote, ne? Nicht so ganz günstig, ne? Nicht gerade ein Schnäppchenpreis, aber gut. Handarbeit, gute Materialien, tolle Scheide. Deutscher Vertrieb. Ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Gut, als Größenvergleich vielleicht hier, ne? Unser Pioneer wie immer wirkt da natürlich schon ein bisschen unterdimensioniert. Ja. Scherbukow. Mit tollen Messern am Start, mit deutschem Vertrieb, also da auch keinen Stress mit Bestellen und eventuellen Problemen, Rücksendungen oder Garantieansprüchen oder Ansprechpartner. Ne? Wunderbar. Der Coyote. Jetzt mal das erste große Fixblade, das ich mal hier ausgiebiger anschauen konnte. Und also das gefällt mir schon mal richtig gut. Vor allem der durchgängige R gefällt mir und dieser wirklich große G10-Griff, da sieht man gar nicht, ob der aus zwei Hälften besteht oder ob der aufgibt. Doch, da sieht man eine ganz feine Naht, muss aus zwei Hälften sein, aber super zusammengefügt, da musst du wirklich genau hinschauen, damit du das siehst. Klasse. Tolle mechanische Arbeit mit unglaublich viel Handarbeit, allein schon bei der Scheide. Ne? Okay, dann sage ich danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbili, ne? Und immer schön Taschenmesser. Und wenn es in den Wald geht, richtiges Fixblade einstecken. Ah, komm, wir machen noch schnell den Schnitttest. Hier haben wir noch nicht die Rückseite bedruckt, aber was soll's. Das Ding ist wirklich super. Ja. Widerstandslos geht das hier durch. Also Messer schärfen können sie die Russen. Brutal. Okay, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hilbili. Macht's gut und immer schön Messer dabei.